Hallo, liebe Freunde, guten Morgen, Arne und Uwe. Heute haben wir noch jemanden dabei. Wir sind nämlich am Samstagabend sind wir von einem tollwütigen Hund angefallen worden. Ja, da ist, wo ich habe ich mein Motorrad geparkt und dann habe ich mich umgedreht und dann ist der Köder hier direkt auf mich zugesprungen, ohne dass ich ihn gesehen habe. Und der hat die Arni nur in den Rucksack gebissen, aber den Mann hinter mir in den Finger und mich in den Arm. Und jetzt gehen wir zur Impfung gegen Tollwut, weil Tollwut, wisst ihr ja, ist tödlich. Und ja, mein Arm sieht nicht schlimm aus, aber ich habe das gleich desinfiziert und so. Wie sieht das aus am Arm? Wenn ihr sie. Und hier im Arm, hier sieht man es ein bisschen, ich hoffe, es infiziert sich nicht, aber es geht natürlich jetzt um die Tollwutimpfung und das wollen wir schauen, wie wir die heute machen. So Arnie, what do we need here? Barangay Barangay Certification. For what is this that we can go there? No? It's needed to the city health. Ah, okay, to go to the city health for the vaccination. So, im Endeffekt müssen wir erstmal hier runter gehen. Ja. Ja. Helps in the daily clinic schedule. Heidi, hier geht es um die ganzen Impfungen von den Kindern, ja, hier. Tuberkulose, Hepatitis B, Diphtherie, Pulmonie, Polio, das ist Kinderlähmung, ne? Und das weiß ich nicht. Ja, wir sind hier im Gesundheitszentrum hier vom Barangay. Die Arnie ist eine Kopie machen hier von dem Formular und dann geht es gleich weiter. Fängt es auch noch an zu regnen, oh je. Ja, ich hoffe, es regnet nicht länger. Jetzt geht es weiter zum City Health, also zum Gesundheitskrankenhaus. Ja. Nee, jetzt müssen wir nochmal hier rein in dieses Büro. Schon Weihnachten. So, jetzt sind wir hier im Gesundheitszentrum. Here you need also face shield? Huh? City Health. City Health, also Gesundheitszentrum. Von der Stadt hier muss man sich einschreiben. It's a lot of people, huh? Da geht es ganz schön zu hier. Die warten hier alle auf irgendetwas. Gesundheitsamt, kann man sagen. Da ist extra eine Reihe für Leute, die vom Tier gebissen werden, beziehungsweise vom Hund. Hier gegen Dengue, Fieber. Wir müssen warten, bis sie unsere Nummer aufrufen. Which number do we have? 85. 85, was das auch immer heißen mag. Jetzt müssen wir erstmal warten. Wir waren am Samstag in Talisheim mit dem Motorrad. Und als wir da zurückgekommen sind, da war es schon Nacht. Und als wir dann reingekommen sind in das Resort, dann habe ich das Motorrad geparkt. Und dann ist die Arnie schon von dem Hund angefallen worden. Der hat sie aber nur in den Rucksack gebissen und dann hat der Sicherheitsbeamte hat den Hund schnappen wollen und der hat ihn dann den Finger gebissen und ist abgehauen und der kam dann rein in die Anlage und als ich das Motorrad geparkt hatte und habe mich umgedreht, da hat mich der Hund angesprungen, ich habe ihn gar nicht gesehen und hat mich hier in den Arm reingebissen und wahrscheinlich hatte der Hund die Tollwut und jetzt sind wir hier im Gesundheitsamt. Und haben erstmal hier in der Barangay Hall, haben uns erstmal so einen Schein geholt und jetzt hier, wie gesagt, im Gesundheitsamt und warten hier auf eine Impfung. Und das kann natürlich dauern, wir haben die Nummer 85 und da sind ganz viele Leute, die von Tieren gebissen worden sind, auch Kinder. Und ja, dann gibt es wohl erst eine Tetanus-Impfung und dann gibt es die Tollwut-Impfung. City Health Department. Ja, das dauert hier unendlich lang und jetzt versuchen wir mal den Prozess hier ein bisschen zu beschleunigen, mal sehen, ob es klappt.
Der Herr links ist der andere, der vom Hund gebissen wurde. Ist natürlich gut, wenn man jemanden hat, der die Sprache spricht, weil die Arne organisiert das alles. Weil sie hat natürlich jetzt gesagt, das ist eilig, denn der Biss liegt ja schon fast 3 Tage zurück. Und dann ist die Impfung natürlich sehr wichtig, weil wenn dann erstmal der Virus im Blut ist, dann ist es ganz, ganz schwierig. Und dann hilft die Impfung womöglich nicht mehr. Und deswegen müssen wir also bevorzugt behandelt werden. Denn der Hund hatte ja wahrscheinlich auch die Tollwut mit großer Sicherheit. Die Covid-Fälle werden übrigens nicht hier in dieser Sektion präsentiert. Ja. Das sind hier nur die anderen Krankenfälle. Und für Coronavirus gibt es eine ganz extra Zweigstelle. Also hier sind keine Coronavirus-Fälle. Is it like this in the Philippines? Yeah, you have to wait, huh? Ja, wir sind hier immer noch am Warten. Die Arne geht jetzt mal checken, ob es ein bisschen schneller geht. Und diese ganzen Impfungen sind anscheinend kostenlos. Ich bin ja gespannt, ob das klappt. Dieser Eingang hier ist für Lungentuberkulosefälle, gibt es also durchaus auch noch. Und ich schaue gerade nebenher hier oben in diesen Fernsehen rein. Da werden alle möglichen Krankheiten gezeigt. Und das ist ganz interessant. Es gibt hier nämlich wohl auch noch Lepra und viele Hautkrankheiten, natürlich Pilzerkrankungen und so weiter. Also unglaublich, was es hier alles so gibt an Krankheiten. Ist natürlich auch klar, hier in den Tropen, da ist natürlich auch alles präsent. Und ja, wenn man in so einem Heilzentrum ist, dann lernt man natürlich viel. Aber jetzt, ich bin eigentlich noch ganz relaxed. Aber natürlich, wenn man vom tollwütigen Hund gebissen worden ist und dann bekommt man die Impfung nicht und eventuell dann... die Tollwut, dann war es das natürlich gewesen. Deswegen sind wir natürlich jetzt interessiert. And Arnie, what is? Okay, also wir haben eine Prioritätsnummer und wir müssen immer noch warten. Lungentuberkulosisbehandlung ist komplett kostenlos und wird von der Regierung übernommen. So, wir warten hier schon seit über 2 Stunden. And what is the number? 60. So they did not advance? I got... No, because they prioritize the people who are already in state. Okay. Gut. Ihr ruft hier verschiedene Nummern auf, aber wir sind noch nicht dabei. We are not in the number still? Yeah, they take already the number. Ah, okay. So, jetzt tut sie was. Jetzt können wir reingehen da. Es gibt wohl ganz viele Leute, die von Tieren gebissen werden. Also, Animal by Treatment Center hier. So, hier hat es einen Haufen Leute, die warten. Sind wohl alle vom Virus gebissen worden. So, jetzt sind wir dran gekommen, jetzt hat es die nächste Nummer gegeben, die hat die Wunde angeschaut und jetzt müssen wir wieder warten, bis es weitergeht. Also Nummer 101 und der Sicherheitsbeamte hat Nummer 100. Da hinten ist die Truhe, wo der Impfstoff aufbewahrt wird und jetzt gibt es dann wohl auch gleich die Impfung. Jetzt wurden wir gerade nochmal interviewt und jetzt hoffe ich, dass man dann die Impfung bekommt. Der Sicherheitsbeamte, glaube ich, bekommt sie auch, wird man sehen. Weil es ja wirklich eilig ist, weil wenn man jetzt länger wartet, dann kann es sein, dass wir das Virus ins Gehirn kommt und nicht sterben wird dran. So, jetzt müssen wir hier noch ein Formular aus. Wait, what was your contact number? 091. 095656231118. Und dann geht's gleich weiter. Link pa sa follow-up logbook. Okay. Follow-up logbook, kina sa guard. Da das, was die Dame uns erklärt auf Englisch und wie sein ist, mache ich das jetzt mal auf Deutsch
Und zwar ist das ein Briefing, wie es weitergeht mit den Impfungen. Es sind insgesamt 5 Impfungen, 3 Aktivimpfungen und 2 Passivimpfungen und ein Allergietest. Ja, ich bekomme heute praktisch eine Tetanus und die erste Tollwutimpfung. Und dann muss ich morgen früh zum Allergietest. Und wenn der Allergietest negativ ausfällt, dann kriege ich die Passivimpfung. Und dann am 22. Oktober gibt es wieder eine Aktiv und dann noch eine ein bisschen später. Und noch eine Passiv auch. Also, erste Dosis haben wir bekommen und das sind mehrere Impfungen. Und jetzt fühle ich mich schon mal fit. Was gibt es denn hier? Ein Fisch. Oh ja, yeah, der gut. Red Snapper. Gut. Und das sieht gut, ja? Ja, sieht süß. Very careful with the grab, huh? So, Miss Arnie, what do we have now? Fisch, Pastel und somit Fleisch und Krabbenküchlein. So, meine Freunde, wir sind zurück mit meinen ersten 2 Tollwutimpfungen. Das werden insgesamt 5 Impfungen sein. Morgen früh muss ich zum Allergietest für die passive Impfung. Da gibt es 2, die werden direkt in die Wunde reingespritzt. Und den nächsten Termin für die aktive Impfung, da habe ich heute die ersten bekommen. Der ist dann am 22. Oktober, das sind insgesamt 3 Stück. Also alles zusammen sind dann 5 Impfungen, die wir bekommen. Und dann hoffe ich, dass wir keine Tollwut bekommen, weil der Hund hat zu 99% die Tollwut gehabt. So, wenn euch das Video gefallen hat, gut, das ist jetzt natürlich kein Fun-Video, dann bitte Daumen hoch. Abonniert den Kanal und ihr seht, ob gewollt oder ungewollt, es kommen immer wieder spannende Themen hier auf uns zu, auf den Philippinen von Cebu City. Tschüss! Arnie kommt auch gleich, wir haben kein Wasser mehr und dann muss man Notwasser reinmachen. Die Impfungen sind übrigens kostenlos, das trägt die philippinische Regierung, weil früher gab es viele Tollwut-Tote und dann hat die Regierung gesagt, okay, wenn jemand von dem Tier gebissen wird, dann übernehmen wir die Kosten für die Impfung.